Also es ist gerade eine Biene in mein Zimmer geflogen und ich habe echt Angst, dass sie jetzt noch hier drin ist. Aber wenn ich von ihr gestochen werde, habe ich es wenigstens auf Video. Nachdem ich euch letzte Woche 12 Ideen für eure perfekte Morgenroutine gegeben habe, möchte ich euch heute mal 17 Ideen für eine erfolgreiche Abendroutine vorstellen. Die Dinge, die du wiederholt machst, die definieren im Endeffekt dein Leben. Und deswegen sind halt gesunde und gute Gewohnheiten und vor allem auch Routinen so wichtig. Mein erster Tipp wäre daher auch, eine Abendroutine zu haben, worum es eigentlich auch in dem Video geht. Aber der erste Tipp ist einfach, eine Abendroutine zu haben aus dem genannten Grund. Und ich habe es in meinem letzten Video schon angesprochen, und zwar bewahren dich diese Abendroutine bzw. generell Routine vor einer Entscheidung. Müdigkeit und du hast gar keine Wahl mehr, was du gerade machst, und du machst es einfach automatisch und deswegen wird der Tag auch einfach viel erfolgreicher und du kannst dich den wichtigen Entscheidungen widmen. Okay, meine zweite Gewohnheit wäre, einen Podcast zu hören. Du kannst ja zum Beispiel sagen, du hörst immer beim Zähneputzen einen Podcast oder beim Abendessen vorbereiten hörst du einen Podcast oder beim, was weiß ich, bei irgendwas hörst du einen Podcast und das ist dann ja Teil deiner Abendroutine. Es kann Entertainment sein, etwas Lustiges, damit du abends mit Positivität abschließt, oder auch etwas Bildendes und ja, nochmal ein bisschen Wissen am Abend in deinen Kopf kriegen. Meine dritte Idee wäre, Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich glaube, dass generell Zeit mit der Familie etwas ist, was wir oft vernachlässigen. Und wenn man sich das Ganze als Gewohnheit antrainiert, ist es natürlich viel einfacher, es im Endeffekt auch wirklich ja, durchzuziehen und auch Zeit mit der Familie dann wirklich zu verbringen. Außerdem ist auch Dankbarkeit zu praktizieren eine richtig gute Gewohnheit. Ich poste in meiner Instagram-Story oft diesen Fragensticker mit der Überschrift, was heute gut war, und lasse dann euch immer reinschreiben, was für euch an diesem Tag gut war. Einfach um Dankbarkeit zu praktizieren und sich auf das Positive mal zu konzentrieren und zu reflektieren, was war heute eigentlich gut, wofür kann ich heute mal dankbar sein. Das Ganze musst du nicht in deiner Insta-Story posten, du kannst auch einfach aufschreiben, auf Papier, in deinen Bullet Journal, in deinen Kalender schreiben oder auch einfach nur vor dich hin sagen, vom Einschlafen, wie auch immer. In dem Video mit den Morgenroutinen, Gewohnheiten habe ich schon angesprochen, dass ein gesundes Frühstück sehr wichtig ist und natürlich ist auch ein gesundes Abendessen sehr wichtig. Ernährung ist einer der wichtigsten Faktoren für deine Gesundheit und wenn du es dir einfach als Gewohnheit machst, immer gesund zu essen und vor allem auch zu essen generell. Es gibt Leute, die essen zum Beispiel gar kein Frühstück und kein Abendbrot und gar kein Mittag und nichts. Okay, nein. Aber wenn man einfach generell was Gesundes isst, ist es sehr gut. Ich habe eine ganze Playlist mit Rezeptideen für euch, denn ich habe öfter meinen Tag mitgefilmt und euch gezeigt, was ich an einem Tag zu essen, und ich achte schon sehr auf meine Ernährung. Also falls ihr eine Playlist dazu sehen wollt, könnt ihr gerne mal in die Infobox gucken, denn ich habe eine Playlist dazu erstellt. Und by the way, ich lebe vegan, also diese ganzen Sachen sind dort vegan, ja. So, auf meiner Bucketlist für 2020 stand Tagebuchschreiben als eine der obersten Prioritäten, denn ich wollte es mir zur Gewohnheit machen, jeden Abend oder auch jeden Morgen Tagebuch zu schreiben. Und ich habe es wirklich ganz gut durchgezogen, also ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben, aber ich habe es schon ab und zu gemacht und ich bin auch sehr glücklich an den Tagen, an denen ich es mache, und ich fühle mich auch gleich viel geordneter und irgendwie auch reflektierter, und ich kann euch das Tagebuchschreiben wirklich nur ans Herz legen. Gute Idee. Eine weitere Sache, die ich dieses Jahr angefangen habe, ist zu meditieren. Ich habe ein ganzes Video zum Thema, warum Meditation dein Leben verändern wird, gemacht. Das könnt ihr auch in der Infobox angucken. Und ich muss ehrlich sagen, an den Tagen, in denen ich meditiere, fühle ich mich wirklich besser und viel entspannter. Und ich fühle mich eher wirklich besser. Das ist jetzt kein Spaß. Ja. Ich denke mal, dass wir alle Ziele und Träume haben, die wir irgendwann in unserem Leben mal erreichen wollen. Und falls du die Sachen aufgeschrieben hast, ist es perfekt. Denn jetzt ist die perfekte Zeit, diese Ziele auch anzugucken. Ich habe zum Beispiel ein Vision Board hier neben mir und ich gucke mir ein Vision Board immer abends einmal an und lese mir alle Sprüche durch, und ja, das mache ich immer abends, um mich nochmal daran zu erinnern, was ich eigentlich in meinem Leben erreichen möchte. Und jetzt kommen wir auch schon zu der nächsten Sache. Denn die nächste Sache ist, deinen Tag zu reflektieren und zu überdenken und zu überlegen, hey, was habe ich an dem Tag gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht und was kann ich verbessern. Dabei kannst du auch vor allem deine Ziele im Hinterkopf behalten und überlegen, was habe ich heute gemacht, damit ich diesem Ziel einen Schritt näher komme, oder was kann ich morgen vielleicht besser machen. Oder du kannst dich fragen, was habe ich heute gefühlt und warum habe ich das gefühlt und war ich heute nett zu meinen Mitmenschen und wie kann ich netter zu meinen Mitmenschen sein und all diese Dinge. Ich plane am Sonntag aber meine ganze nächste Woche, dass ich am Montagmorgen aufstehen kann, sofort weiß, was ich machen muss und machen möchte. Und heute ist Montag, deswegen, ich wusste heute schon, dass ich das Video drehe. Aber zudem plane ich auch jeden Abend meinen nächsten Morgen bzw. meinen nächsten Tag ein bisschen. Wenn du einfach am Abend schon reflektiert hast, was du morgen besser machen willst und das dann sofort aufschreibst, dann ist diese Hürde zum Machen dieser Aktion viel einfacher. Weil am nächsten Morgen hast du vielleicht schon vergessen, bist nicht mehr so motiviert. Aber wenn du dir nicht mehr diesen Freiraum gibst, sondern du hast einfach das To-Do schon aufgeschrieben, dann machst du es auch viel eher. Wenn wir schon bei Decision Fatigue und Entscheidungsmüdigkeit sind, habe ich noch die nächsten zwei Tipps für euch. Der erste Tipp von den beiden wäre, eure Kleidung am Vortag, am Vorabend rauszusuchen.
Also das ist wirklich so ein Basic-Tipp, den ihr wahrscheinlich schon von jeder YouTuberin und YouTuberin gehört habt. Aber das wird euren Morgen wirklich erheblich vereinfachen. Wenn ich nämlich morgens so aufwache und ich schon weiß, was ich anziehen möchte, meine Sachen liegen hier schon vor mir, dann ist diese Hürde aus dem Bett rauszukommen auch viel einfacher, als wenn ich mir so überlege, was mache ich jetzt eigentlich am Morgen, was soll ich anziehen, schon mit Entscheidungen erschüttert werde, dann habe ich auch nicht so Lust aufzustehen. Versteht ihr? Und deswegen wäre auch der zweite Punkt, euer Frühstück schon am Vorabend zu überlegen und ja, einfach drüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich morgen essen, vielleicht schon die Sachen vorbereiten und so weiter. Bei mir ist es ziemlich einfach, da ich jeden Morgen das gleiche esse. Das könnt ihr auch in meinem Video sehen, was ich jeden Tag esse. Deswegen habe ich halt wirklich gar nicht so diese Entscheidung, so was soll ich essen und ich werde schon wieder, also dann kommt wieder diese Entscheidungsmüdigkeit ins Spiel und die habe ich halt gar nicht, weil ich immer das gleiche morgens esse. Durch meinen kleinen Hund bin ich so ein bisschen gezwungen, jeden Tag spazieren zu gehen und ich mache das eigentlich auch sehr gerne abends, weil ich dann abends nochmal so runterkommen kann von dem Stress Tag, falls ich einen hatte, dann habe ich abends nochmal so diese Abkühlung ein bisschen, kann ein bisschen meine Gedanken ordnen und so weiter, damit ich auch noch so ein bisschen ausgepowert, da ich nochmal rausgegangen bin, in die frische Luft und ein bisschen Sport gemacht habe, obwohl es nicht so gesport ist, aber ihr wisst, was ich meine, und dann entspannt ins Bett gehen kann. Und deswegen wäre von mir noch das Spazierengehen, beziehungsweise Sport machen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Okay, Sport machen ist es wirklich nicht, aber Sport machen wäre eine andere Idee, vor dem Einschlafen, vor dem Abend, ja. Wir haben ja schon über Dankbarkeit geredet. Ich habe jetzt auch einen weiteren Tipp für die Dankbarkeit für euch. Es wäre doch mal sehr cool, wenn man abends ein bisschen Positivität und Dankbarkeit verbreitet und einfach einer Person schreibt, dass man sie gerne hat. Wir können es sich als Gewohnheit machen, jeden Abend vielleicht auch einer anderen Person immer zu schreiben und zu sagen, hey, schön, dass du da bist, schön, dass du heute für mich da warst und einfach irgendwas der Person zu sagen, was sie in eine positive Stimmung versetzt und dann dich dementsprechend auch. Diese Gewohnheiten sind jetzt alle schön und gut, aber wie integriere ich eigentlich Gewohnheiten in meinem Leben? Sehr gut, dass ihr mich habt, denn ich habe genau zu diesem Thema auch schon mal ein Video gemacht. Das Ganze nennt sich Habit Stacking und behandelt einfach die Idee, wie man Gewohnheiten in sein Leben integriert und auch beibehält. Link in der Infobox, vergesst es nicht, nachher anzugucken, das Video Habit Stacking angucken, wie könnt ihr Gewohnheiten integrieren. Denn dieser Tipp hat wirklich mein Leben verändert. Ich habe das schon letztes Mal gesagt, aber was mein Leben wirklich verändert hat, ist jeden Morgen und jeden Abend 5 Minuten aufzuräumen. Mein Zimmer ist ungelogen nie wirklich unordentlich. Beziehungsweise manchmal denke ich mir schon, dass mein Zimmer unordentlich ist, aber wenn ich dann so andere Zimmer sehe von anderen Leuten, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber dann denke ich mir so, wow, mein Zimmer ist echt ordentlich. Denn ich mache jeden Morgen und jeden Abend immer so ein bisschen und räume 5 bis 10 Minuten auf und deswegen habe ich halt nie diesen großen Haufen an Arbeit, der vor mir liegt. Was ich auch angefangen habe, dieses Jahr mehr zu machen, ist auf jeden Fall zu lesen. Ich habe mir am Anfang des Jahres als Ziel gesetzt, 6 Bücher in diesem gesamten Jahr zu lesen und das ist jetzt kein Spaß, aber ich habe schon über 15 Bücher dieses Jahr gelesen und ich habe mir 6 Bücher als Ziel gesetzt, das sind über 15, also ich weiß nicht, ob ich einfach sehr schlecht selbstreflektieren bin oder ob ich einfach, ja, keine Ahnung eigentlich. Ich habe letztes Jahr nicht so viel gelesen. Nicht im ganzen Jahr. Aber Lesen ist eine Sache, die jetzt in meinem Leben einfach nicht mehr fehlen kann und die eine sehr große Bedeutung hat in meinem Leben. Und ich würde es euch auch sehr ans Herz legen, öfter mal zu lesen. Vielleicht als Abendroutine oder in eurer Abendroutine für vielleicht sogar nur 10 Minuten. Das ist doch bisschen mit. Man fängt klein an. Und ein wichtiger Tipp wäre von mir auch noch, früh schlafen zu gehen. Ich meine jetzt nicht, dass ihr schon um 18 Uhr im Bett liegen müsst und schon schlafen müsst, aber vielleicht nicht unbedingt um 2 oder 3 Uhr nachts. Falls ihr am nächsten Morgen früh aufstehen wollt, dann gebe ich euch als Tipp, wirklich nicht so spät schlafen zu gehen. Falls ihr am nächsten Morgen einen produktiven, schönen Tag haben wollt, dann einfach mal früher schlafen gehen. Vergesst jetzt nicht, mein Habit-Stacking-Video anzugucken, um noch zu erfahren, wie man deine Gewohnheiten wirklich integriert und auch beibehält. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann am Donnerstag wieder, denn ich lade jeden Donnerstag, Sonntag und Dienstag ein neues Video hoch auf meinem Kanal Lara Emily. Und würde ich sagen, sehen wir uns auch schon am Donnerstag wieder bei einem neuen Video von mir. Habt noch einen wunderschönen Tag und dann bis Donnerstag. Tschüss!